Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema einfache Integrationsregeln. Während Ableitungen in der Regel recht einfach ausgerechnet werden können, ist es grundsätzlich so, dass die Integralrechnung mitunter relativ kompliziert werden kann, je nach Art der Funktion. Glücklicherweise gibt es aber einige Funktionstypen, bei denen die Integrale einfach auszurechnen sind, und die sind glücklicherweise auch noch die Funktionstypen, die wir besonders häufig in den Wirtschaftswissenschaften brauchen. Das heißt also Polynome, lineare Funktionen, quadratische Funktionen und so weiter sind relativ einfach zu integrieren, genauso wie Exponentialfunktion und Logarithmus, und das werden wir uns hier anschauen. Darüber hinaus gibt es dann weitere Integrationsmethoden, zum Beispiel die Substitutionsmethode, die wir aber hier in den Videos nicht behandeln werden. Wer sich das anschauen möchte, kann das aber im Skriptum zum Beispiel tun. Starten wir also hier mit einem der einfachen Fälle der Potenzfunktion. Allgemein ist es so, dass wir durch das Ableiten einer Funktion dann häufig auch sehen können, wie wir auf eine Integralregel kommen. Was machen wir dafür hier? Ich schreibe das, was da oben steht, einfach nochmal ab. Wenn wir eine Potenzfunktion x hoch Alpha plus 1 haben und die ableiten, naja, dann ziehen wir das Alpha plus 1 nach vorne und nehmen den Exponenten minus 1. Und dann können wir auch diese Konstante, das Alpha plus 1, können wir auf die andere Seite bringen. Ja, wir könnten schreiben 1 durch Alpha plus 1 mal x hoch Alpha plus 1 abgeleitet ist dann x hoch Alpha. Wenn ich die Alpha plus 1 nach vorne ziehe, sich das hier genau wegkürzt. Ja, da kann ich hin und her multiplizieren, weil eine Konstante beim Ableiten erhalten bleibt und dementsprechend muss natürlich auch beim Integrieren erhalten bleiben. Naja, und durch diese Kombination von Ableitung können wir dann eine Rechenregel aufstellen zum Integrieren. Und zwar die hier oben, das Integral von x hoch Alpha, also hier das unbestimmte Integral von x hoch Alpha nach x integriert, ist 1 durch Alpha plus 1 mal x hoch Alpha plus 1 plus irgendeine Konstante, die ich im Prinzip frei wählen kann. Wenn ich ein bestimmtes Integral ausrechne, werde ich diese Konstante einfach weglassen, um die Stammfunktion so einfach wie möglich zu halten. Und diese Vorgehensweise werden wir jetzt auch im Folgenden für einige andere Funktionstypen noch verwenden, indem wir einfach, wenn wir eine Vermutung haben, was die Stammfunktion ist, die überprüfen, indem wir die nochmal ableiten. Als Illustration, wie man jetzt also ein bestimmtes Integral von einer Potenzfunktion ausrechnen kann, haben wir hier diese Musteraufgabe. Wir sollen das bestimmte Integral von minus 2 bis 3 über die Funktion x hoch 5 integriert nach x ausrechnen. Das schreibe ich mir also hier einmal hin. Das ist minus 2 hoch 3 x hoch 5 dx. Dann schreiben wir die Stammfunktion hin. Die Stammfunktion ist ein Sechstel mal x hoch 6 ausgewertet an den Grenzen von 3 und minus 2. Und wenn ich das einsetze, kann ich die ein Sechstel hier stehen lassen und kann dann 3 hoch 6 minus minus 2 hoch 6 dahin schreiben. Und wenn ich das hier ausrechne, 3 hoch 6 minus 2 hoch 6, dann komme ich auf 665 und die 1 Sechstel haben wir stehen gelassen und das ist dann ungefähr 111. Bei 666 durch 6 wäre es 111 und so ist es 110,8 irgendwas, irgendwas, irgendwas. Also schreibt das hier nochmal sauber hin. Die Stammfunktion ist ein Sechstel mal x hoch 6 plus c. Das plus c brauche ich aber beim Bilden des bestimmten Integrals nicht. Da kann ich einfach ein Sechstel mal x hoch 6 nehmen, kann dann einsetzen und ausrechnen und dann muss ich es nur noch in den Taschenrechner tippen und habe das Ergebnis.
Auch Wurzelfunktionen können wir nun mit Hilfe dieser Rechenregel für Potenzfunktionen integrieren, weil Wurzelfunktionen nichts anderes sind als Potenzfunktionen. Als Beispiel sollen wir hier die Stammfunktion und dann ein bestimmtes Integral von dieser Funktion g von u gleich 1 durch Wurzel u bestimmen. Nebenbemerkung, dass hier also g von u geschrieben wird, ist eine reine Übung, dass f und x keine festgeschriebenen Namen für Funktionen und ihre Argumente sind, sondern wir natürlich auch nach irgendeiner anderen Variablen integrieren können, beispielsweise eben hier nach einer Variablen u. Zurück zur eigentlichen Aufgabe. Wir haben hier die Funktion 1 durch Wurzel u und die können wir auch schreiben als u hoch minus 0,5. Denn u hoch 0,5 oder u hoch 1,5 ist die Wurzel und dementsprechend ist dann u hoch minus 1,5 1 durch die Wurzel. Dann wollen wir im ersten Schritt davon eine Stammfunktion bestimmen. Das können wir also durch das unbestimmte Integral machen. Unbestimmte Integral von g von u integriert nach u. Und dafür schreiben wir uns dann die Funktion hin. Nehmen den Exponenten hoch 1, minus 0,5 hoch 1 ist 0,5. Und das schreiben wir auch 1 durch hier vorne hin. 1 durch 0,5 ist 2. Und das können wir dann auch schreiben als 2 mal Wurzel u plus c. Ja, bin also hier fast unpräzise geworden und hätte das c fast weggelassen, habe es jetzt aber hier schön sauber hingeschrieben. Für das bestimmte Integral ist das c aber wieder wurscht, da werden wir das einfach weglassen. Und da berechnen wir jetzt also das bestimmte Integral von 1 bis 10 über 1 durch Wurzel u du. Und dann nehmen wir also 2 mal die Wurzel von u, ausgewertet an den Grenzen von 10 und 1. Und das heißt, wir haben 2 mal die Wurzel aus 10 minus 2 mal die Wurzel aus 1. Und wenn man das in den Taschenrechner eintippt, ist das 4,32 und so weiter. Und so können wir dann dieses bestimmte Integral ausrechnen. Auch hier auf den Folien nur nochmal sauber hingeschrieben. Kommen wir zu einer weiteren einfachen Integrationsregel, dem Summensatz. Weil die Ableitung einer Summe nichts anderes ist als die Summe der Ableitung, gilt das Ganze auch beim Integrieren in der anderen Richtung. Also das Integral über eine solche Linearkombination a mal f plus b mal g ist nichts anderes als a mal das Integral von f plus b mal das Integral von g. Und das können wir dann zum Beispiel verwenden, um Polynome zu integrieren oder auch so eine Funktion, wie wir hier in dieser Aufgabe stehen haben, f von x gleich 3 mal x² minus 5 plus 1 durch x hoch 3. Ja, und das könnte ich auch wieder schreiben als x hoch minus 3, wenn ich möchte. Also zuerst Stammfunktionen bilden und dann das bestimmte Integral in den Grenzen von 3 bis 7 ausrechnen. Schreiben wir uns das also hin. Die Stammfunktion ist das unbestimmte Integral dieser Funktion integriert nach x. Und weil wir hier einfach eine Summe oder Differenz stehen haben, können wir jetzt die Stammfunktion komponentenweise bilden. 3 mal x² ist die Stammfunktion dazu x hoch 3. Ja, wenn ich das nach vorne ziehe, habe ich dann eben genau 3 mal x². Stammfunktion von der Konstanten 5 ist 5 mal x. Und die Stammfunktion von 1 durch x hoch 3 ist, zunächst muss ich den Exponenten um 1 erhöhen, x hoch minus 3 wird zu x hoch minus 2. Also dann habe ich da stehen 1 durch x Quadrat und dann muss ich das minus 2 noch nach vorne ziehen. Also habe ich minus 1,5 da stehen und das Ganze plus c. Habe ich also hier auf den Folien auch nochmal sauber hingeschrieben. Dann zur Berechnung des bestimmten Integrals brauchen wir also die Grenzen 3 und 7. Wir schreiben uns unsere Stammfunktion hin. Das c können wir wieder weglassen in den Grenzen von 7 und 3 und ist jetzt halt nur ein bisschen Tipparbeit am Taschenrechner, das alles einzusetzen. Also 7 hoch 3 minus 5 mal 7 minus 1 durch 2 mal 7 Quadrat und davon dann abgezogen das ganze Ding bei 3 eingesetzt. Und wenn wir das machen und ausrechnen, erhalten wir hier 296,045.
Also ist einiges zu tippen, aber es ist nicht besonders schwer zu rechnen. Dann kommen wir zu den Rechenregeln für die Integration im Zusammenhang mit Exponentialfunktionen und Logarithmus. Auch hier kommen wir wieder auf neue Integrationsregeln, indem wir uns zunächst nochmal die Ableitungsregeln in Erinnerung rufen. Wie war das bei der Exponentialfunktion? Wenn ich die E-Potenz, also mit der Eulerschen Zahl, e hoch x ableite, kommt genau wieder e hoch x heraus. Das ist besonders schön beim Ableiten und natürlich auch besonders schön beim Integrieren. Also das unbestimmte Integral von e hoch x nach x ist dann wieder e hoch x plus irgendeine Konstante. Und häufig begegnet uns dann die Exponentialfunktion mit irgendeiner linearen Funktion im Exponenten, dass ich also sowas habe wie e hoch a mal x plus b. A ist dann die nominelle Wachstumsrate dieser Exponentialfunktion und das ist auch einfach zu integrieren. Also e hoch irgendwas integriert bleibt e hoch irgendwas, da muss ich gar nichts ändern. Ich muss nur mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multiplizieren. A mal x plus b abgeleitet nach x ist nur a und eben diesen Kehrwert muss ich hier davor multiplizieren, dass es sich beim Ableiten wieder genau ausgeht. Grundsätzlich, wenn man sich nicht sicher ist, bei einer Integrationsregel ist es meistens einfach, sich es nochmal klar zu machen, indem man die vermutete Stammfunktion nochmal ableitet. Das können wir also hier einmal machen. E hoch a mal x plus b mal 1 durch a plus eine Konstante c. Das leiten wir ab. Die 1 durch a ist ein konstanter Faktor, bleibt stehen. E hoch irgendwas bleibt zunächst einmal auch stehen, verändert sich nicht. Dann muss ich nur mit der inneren Ableitung noch multiplizieren. Das ist eben, wie gesagt, a. Und das kürzt sich hier weg. Und die Konstante c fällt auch weg beim Ableiten. Habe ich plus 0. Und damit kommt e hoch a mal x plus b als Ableitung heraus. Und das ist genau die Funktion, die wir ja integrieren wollten. Also immer, wenn man sich nicht sicher ist, ob man die richtige Stammfunktion ausgewählt hat, einfach nochmal ableiten, das ist die viel einfachere Richtung. Den gleichen Trick machen wir dann auch im Zusammenhang mit dem natürlichen Logarithmus. Wenn wir den ableiten, erhalten wir ja die Umkehrfunktion 1 durch x und das heißt also, das unbestimmte Integral von 1 durch x ist der natürliche Logarithmus plus irgendeine Konstante. Auch das können wir verknüpfen mit einer linearen Funktion. Wenn ich also 1 durch a mal x plus b habe und das nach x integriere, 1 durch innere Ableitung mal der natürliche Logarithmus von a mal x plus b plus irgendeine Konstante. Jetzt wollen wir also mit diesen Rechenregeln noch ein paar Beispielaufgaben lösen. Wir sollen einmal eine Stammfunktion von e hoch minus 2 mal x plus 3 finden und damit dann ein bestimmtes Integral ausrechnen. Ich zeige das hier relativ kurz her. Also e hoch minus 2 mal x plus 3 bleibt einfach stehen. Ich muss nur mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multiplizieren. Die innere Ableitung ist minus 2, also ich muss mal minus 1/2 multiplizieren und kann dann noch meine Konstante dazu rechnen. Beim bestimmten Integral lasse ich die Konstante dann einfach wieder weg und werte an den Grenzen 5 und 1 aus, muss also e hoch minus 10 plus 3, e hoch minus 7 ausrechnen und dann e hoch minus 2 plus 3, e hoch 1 ausrechnen, davon die Differenz bilden und das Ganze mit minus 1/2 multiplizieren. Und das mache ich dann auch am besten mit dem Taschenrechner und erhalte hier 1,358 und so weiter und so fort. Dann noch ein Beispiel, wo wir den Logarithmus als Stammfunktion herausbekommen. Man soll das bestimmte Integral von 1 durch 2 mal x plus 1 ausrechnen in den Grenzen von 1 bis 2. Auch da der erste Schritt wieder die Bestimmung der Stammfunktion aus 1 durch irgendwas wird der natürliche Logarithmus von irgendwas und ich muss nur mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multiplizieren. Die innere Ableitung dieser linearen Funktion 2 mal x plus 1 ist 2, also wir multiplizieren mit dem Kehrwert 1/2. Beim Einsetzen ins bestimmte Integral in den Grenzen von 1 bis 2
nehmen wir die Stammfunktion, lassen das c wieder weg, weil es e wegfällt und werten das an den Stellen 2 und 1 aus. Also an der Stelle 2 bekommen wir hier 5 und an der Stelle 1 bekommen wir 3. Wir haben also 1/2 mal den natürlichen Logarithmus von 5 minus den natürlichen Logarithmus von 3. Auch da am besten wieder in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen und dann bekommt man das entsprechende Ergebnis.